Hallo, vielen Dank für die Einleitung. Ich würde sagen, ich denke, wir befinden uns nach wie vor im Schockraum, sind noch mit dem Patienten beschäftigt. Du hast schon wunderschöne Durchleuchtungsbilder, Röntgenbilder uns demonstriert. Ich denke, das ist nicht überall so, dass es gleich Röntgenbilder gibt. Wir könnten vielleicht kurz über den Stellenwert der primären radiologischen Diagnostik sprechen. Ist das ein bisschen hinterher? Also grundsätzlich gehen wir ja alle nach ATLS vor und haben unsere ABCs und schauen, dass wir dann ein Konzept haben, mit dem wir dann die entscheidenden Verletzungen auch rasch finden. Und wir haben ja vorhin schon gehört von Matthias Münzberg, wenn wir ein C-Problem haben, dann müssen wir gucken, wo blutet der Patient hin, weil das ist die häufigste Ursache. Und dann geht es Frage Bauchblutung, Frage Thoraxblutung, Frage Beckenblutung oder große Röhrenknochen. Und jetzt gibt es durchaus zwei unterschiedliche Konzepte, mit denen man fahren kann. Die einen Kliniken, die sehr stark schon die CT-Traumaspirale eingebunden haben, weil sie sie im Schockraum haben oder nah bei. Dann ist dieses bei vital einigermaßen stabilen Patienten ein gutes Konzept. Oder alternativ, wenn es ganz dringlich ist und wir nicht klinisch sicher sind, dass das Becken das Problem ist und ausschließen können in dem Ultraschall, dass Bauch und Thorax das Problem ist, dann ist die radiologische Diagnostik mit einem nativen Bild des Beckens durchaus noch relevant. Und das Gleiche gilt für Thoraxprobleme. Wenn ich ein B-Problem habe und ich kriege die Ursache nicht richtig raus, kann es sein, dass im Schockraum ein initiales Thoraxbild zur Frage, was ist die Ursache für das B-Problem, sinnvoll ist. Nicht überall gibt es noch Röntgen tatsächlich im Schockraum. Das ist die Geschichte. Man muss entscheiden, ist der Patient stabil genug, ob weitere Diagnostik, insbesondere CT, durchgeführt werden kann oder ob, wie in unserem Fall, der Patient zunehmend instabil wird. Wir haben in der Einleitung schon gesehen, der Blutdruck ist niedrig, Frequenz steigt. Wir haben die sichelfreie Flüssigkeit im Bereich der Milz. Und da war die Entscheidung relativ klar, sofort in den OP zu gehen. Weitere Diagnostik ist da nicht notwendig, sondern der Patient muss operiert werden und wir übernehmen den Patienten und wie in diesem Fall durchaus auch einfach nur mit Durchleuchtungsbildern für die primäre Therapie. Wir haben den Patienten hier von den viszeralchirurgischen Kollegen übernommen, die bereits operiert haben und die Milz entfernt haben. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir haben in der Durchleuchtung, wir haben in der klinischen Untersuchung die Instabilität gesehen. Was machen wir jetzt im OP, Herr Stubi? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn wir die Möglichkeit haben, gleich weiter zu operieren, der Patient jetzt hämodynamisch stabil ist, nachdem ihm die Milz entfernt wurde, dann würde es sich anbieten, dass man den bereits vorhandenen Zugang etwas erweitert und dann eine Stabilisierung der Symphyse durchführt. Ebenso ist das bei Patienten, die zum Beispiel eine Blasenruptur haben und urologisch bereits übernäht worden sind. Dann würde sich auch anbieten, dass man auf dem Rückzug gleich eine Platte macht. In manchen Kliniken ist es auch üblich, dass man zunächst einen Fixateur extern macht. Wir haben uns heute jetzt hier bei diesem Patienten entschieden, dass wir direkt auf dem Rückzug bei schon vorhandener Laparotomie das nach extraperitoneal distal erweitern und dann eine Symphysenplatte aufbringen werden. Und ich denke, wir können dann auch demnächst beginnen. Noch kurz zu den Extremitätenverletzungen. Müssen wir da schon ein CT haben? Müssen wir für die weitere Versorgung genaue Diagnosen haben? Also wir haben ja eine Durchleuchtung in diesem Fall erhalten, sodass das eigentlich ausreichend ist, sowohl am Kniegelenk, egal ob distales Femur oder proximale Tibia, als auch im Bereich des Sprunggelenkes gilt eigentlich der Wunsch, dass man zunächst es fixiert und dann also fix it and scan it afterwards. Und das würden wir hier auch tun. Also zunächst einen Fixateur extern anbringen und dann im Verlauf, wenn der Patient stabil ist, kann man die CT-Diagnostik machen, um dann in dem freien Fenster, nachdem er sich stabilisiert hat, dann die endgültige Versorgung durchzuführen. Wenn wir am Becken, wir haben einen schönen großen Zugang, jetzt noch weitere Verletzungen finden. Versorgen wir die auch gleich mit Acetabulum, kleine Stopper, kleine Platte rüber.
Das ist tatsächlich immer eine Auslegungssache, weil das natürlich die Operation schon verlängert, hängt ein bisschen davon ab. Wir würden, auch bei uns an der Klinik machen wir ja eigentlich Damage Control Surgery, sodass wir im Grunde eine Acetabulumfraktur nicht als eine Fraktur ansehen, die man sofort versorgen muss. Wenn man jetzt schon so einen Zugang hätte, die Symphyse verplattet, kann man natürlich überlegen, wenn man ein versierter Chirurg ist, dass man noch schnell was über eine Querfraktur am Acetabulum drüber schraubt. Aber ich glaube, keiner hat oder wird es missverstehen, wenn nachts oder so dann das nicht gemacht wird. Auch in einem solchen Fall ist es vollkommen in Ordnung, wenn man dann einen Fixateur extern aufbaut. Eine Acetabulum-Versorgung bei einem frisch verletzten Polytrauma ist eher nicht die Regel und auch nicht empfehlenswert. Gut. Die Message, glaube ich, ist ganz wichtig. Am ersten Tag wird sich nicht verkünstelt. Man hat noch keine definitive Diagnostik auf einem Scan. Wir sollten schauen, dass wir eine stabile Situation für die Intensivstation generieren und dann im Endeffekt die einmal drüber schlafen, den Patienten seinen ersten Schock überwinden lassen und dann Stück für Stück die richtige definitive Versorgung anstreben. Ich denke, wir sind jetzt inzwischen im OP angelangt und können uns die Anatomie darstellen. Ja, vielleicht, weiß nicht genau, vielleicht einmal umschalten auf die andere Kamera. Also wir haben jetzt hier sozusagen alles vorbereitet. Patient ist im OP, ist steril abgewaschen und abgedeckt. Und jetzt geht es da, hier sieht man die Laparotomienarbe im unteren Bereich. Hier ist der Bauchnabel. Wir können hier schon hineingucken. Hier unten ist die Symphyse mit der in diesem Fall tastbaren Lücke über dem Mons Pubis. Und hier sind die Beckenkämme. Dort geht es, also in diese Richtung ist das Bein, in diese Richtung ist der Kopf. Und wir würden jetzt einfach nach distal erweitern, vielleicht einmal einen kurzen Blick reinwerfen. Hier kann man sehen, dass die Muskulatur schon weggedrängt ist hier unten. Das hier ist der Symphysenanteil. Also hier sieht man auf die Fläche der Symphyse und hier sieht man den Symphysenknorpel, also eine inzwischen im Vergleich zu dem Röntgenbild, was wir eben hatten, deutliche Erweiterung des symphysären Spaltes mit sicher 5 cm Erweiterung, sodass hier auf jeden Fall eine Stabilisierung notwendig ist. Gut. Wir sehen da ideal und wunderschön die zerrissene Symphyse. Was machen wir denn mit dem Gewebe? Also es gibt verschiedene Optionen. Die, sagen wir mal, sinnvollste ist natürlich, dass man eine anatomische Reposition herbeiführt, dass man dann es fixiert. Wir machen das in aller Regel, indem wir in die Foramina obturatoria eine Repositionszange einbringen, dann über einen kontrollierten Druck Kompression auf den Symphysenspalt aufbringen und danach dann die Platte applizieren. Es gibt verschiedene Lager. Die einen sagen, man soll den Symphysenknorpel entfernen. Die anderen sagen, man kann ihn drin lassen. Ich gehöre eher zum zweiten Lager, dass man ihn ruhig drin lassen kann. Aber wie gesagt, da gibt es leider auch keine evidenzbasierte Entscheidung zu, sondern das ist so ein bisschen eminenzbasiert. Und ich habe den Eindruck, dass man damit auch ganz gut fährt, ohne ihn zu entfernen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Klinik ist, Bertil. Ja, muss man sagen, in den Fällen, die man dann hinterher nachverfolgen kann, geht es dem Patienten ja in aller Regel auch sehr gut. Bei den chronischen Verletzungen, da kann man sicher überlegen, dort dann entsprechend alternative Konzepte zu machen oder auch eine Spongiosaplastik tatsächlich einzusetzen. Also sehe ich ähnlich. Wenn man möchte, dass es Knöchern überbrückt, dann ist es sicher sinnvoll, den Knorpel zu entfernen. Wenn man aber eine Wiederherstellung haben möchte, vielleicht mit einem Gelenk, das danach immer noch minimal beweglich ist, nachdem die Platte zum Beispiel entfernt wurde, oder auch wenn die Platte noch drin ist, dann kann man den Knorpel ruhig drin lassen. Dann würden wir mal anfangen. Also, wir erweitern den Schnitt ein bisschen nach distal, damit wir hier gut hinkommen. Normalerweise ist es so, dass bei der Symphysenruptur der Rectus Abdominis Anteil, der ja hier oben angeheftet ist, auf mindestens einer Seite abgerissen ist. In diesem Fall kann man ihn gar nicht mehr richtig erkennen. Das hier ist der Rectusanteil, der bei diesem Patienten eh nicht besonders ausgeprägt war. Und in diesem Fall kann man eigentlich recht schön sehen, dass wir hier schon eine gute Präparation für die spätere Aufbringung der Platte haben. Ich würde einmal so ein Raspatorium nehmen. Damit kann man sich jetzt
hier oben das so ein bisschen freilegen, damit man nachher weiß, wo die Platte zu liegen kommen muss. Also man präpariert sich den oberen Schambeinast. Dann hätte ich gern mal einen Hohmann-Haken. Also auf der instabilen Seite ist der Lectus in der Regel abgerissen, auf der anderen Seite ist er dran. Was muss ich bedenken fürs spätere Verschluss, dran so sehr refixieren? Noch so einen? So präparieren, dass das alles wieder zu fixieren ist? Also es ist so, dass in den meisten Fällen, wie gesagt, kann man hinter dem Rectus Abdominis eigentlich die Reposition herbeiführen, ohne dass man ihn ganz abheften muss. Auf der Seite, auf der abgerissen ist, bietet es sich an, dass man entweder mit Orsären-Nähten ihn refixiert oder indem man am Ende die Naht im Bereich der Linie Alba durchführt, ihn an die Gegenseite heftet. Es gibt auch Platten, die Vorperforationen haben, mit denen man den Muskel dort annähen kann. Letztendlich gibt es sogar Leute, die Fadenanker in die Symphyse einbringen, um es zu refixieren. Meiner Erfahrung nach reicht es, wenn man ihn adaptiert. Die Patienten sind danach eh nicht so, dass sie jetzt, sagen wir mal, Bauchmuskelübungen machen und dann wächst das in aller Regel wieder ganz gut zusammen. Also Hernien sind da relativ selten. Dann einmal die Spitz-Spitz-Zange bitte. Können wir bei dem idealen Situs nochmal ganz kurz die Nähe zur Blase zeigen? Wo Jawohl. Hat jetzt der Urologe die Blase ungefähr genäht? Ich glaube, das ist hier wunderschön zu sehen. Moment, also da sind wir schon intraperitoneal, das ist so ein bisschen das Problem. Hier, das hier ist die entleerte Harnblase. Und hier kann man auch sehen, wenn die voll ist, die Harnblase, dann wölbt sie sich manchmal sogar bis in das, also sozusagen in diesen Weg rein. Es gibt auch Verletzungsmechanismen, bei denen das Becken auseinandergetrieben wird, die Harnblase reinrutscht und danach wieder zusammenklemmt. Dann ist es natürlich gerade für die Präparation nicht ganz ungefährlich. Dann kann man auch mal so eine Harnblase verletzen, wobei das zum Glück ein recht gutmütiges Organ ist, das auch von einem, sagen wir mal, Unfallchirurgen gut vernäht werden kann. Und es gibt ja noch die spannende Situation, dass der Ureter hier verletzt, nicht der Ureter, sondern die Harnröhre verletzt sein kann. Und da haben wir von den Transplantationschirurgen eine Menge gelernt. Insbesondere wenn die Blase offen ist, ist es ganz elegant, einfach einen Dauerkatheter in die Harnröhre einzuführen. Die landet dann im Nirvana hier. Die zweite ist dann genauso einzuführen durch die Blase. Und dann kann man die zwei Dinge zusammennähen und über den elegant Katheter reinholen. Genau. Da muss ich sagen, haben wir von den Transplantationschirurgen viel gelernt und das hat in der einen oder anderen Situation gut geholfen. Also ich fädel mir jetzt sozusagen die eine Seite auf, Sie sehen, wie instabil das hier ist, gehe dann mit dem anderen Haken da rein und dann kann ich das hier schon sehr gut zusammenführen. Das ist auch tatsächlich im richtigen Leben so. Und dann bringt man hier ordentlich Kompression drauf und jetzt hat man nur noch einen Höhenversatz und den kann man durch das Aufbringen der Platte eigentlich sehr gut reponieren. Können wir allein durch die Reposition hier schon sagen, welche Seite wahrscheinlich die instabilere ist? Also hier war es jetzt tatsächlich so, dass die linke Seite die instabilere war. Also Sie haben es vielleicht selber gesehen, dass es nach innen gekippt war, während die rechte Seite des Patienten ganz stabil geblieben ist, ist die linke Seite wackelig. Ich kann das auch nochmal, hier kann man das schon, glaube ich, ganz gut sehen. Und das war auch, also man kann es natürlich, wenn man einen CT-Scan hat, sieht man auch auf dem CT-Scan, in welcher, auf welcher Seite die ISG-Fuge vorne eröffnet ist und kann dann schon beurteilen, welche die instabile Seite ist. Manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass man es eben nicht genau sehen kann, insbesondere wenn die Patienten, wie das heutzutage sehr häufig ist, mit einem Beckengurt in die Klinik kommen, dann weiß man oft gar nicht, ob die überhaupt eine Beckenverletzung haben. Und da gibt es ja verschiedene Algorithmen, wie man vorgehen soll. In aller Regel macht man den Beckengurt kurz auf, macht eine Beckenübersichtsaufnahme, wenn man den Verdacht hat. Und wenn sich bestätigen sollte, dass die Symphyse gesprengt ist, macht man den Beckengurt wieder zu und fährt ihn dann entweder ins CT oder in den OP. Dann würde ich jetzt einmal die Platte nehmen. Das ist jetzt eine relativ herkömmliche Platte, die relativ stabil ist, anatomisch so geformt, dass sie hier drauf passt. Jetzt würde man sie auf der im hochstehenden Seite zuerst festmachen mit einer Schraube und dann machen wir auf der anderen Seite zwei Schrauben, die das dann an die Platte heranziehen. Dann würde ich bitte einmal den Bohrer nehmen. Dankeschön.
So, der Vorteil, wenn man einen solchen Situs hat, ist, dass man hier an der Symphyse herunterfahren kann und sich dann genau tasten kann, wo man eigentlich rauskommen würde, wenn man bohrt. Und dann sollte man versuchen, möglichst parallel an der Symphyse entlang nach distal zu bohren. Dann als nächstes den Längenmess, bitte. Gibt es da irgendwelche Tipps, wie lang muss die Schraube sein? Alles, was unter 50 ist, sollte man an der Symphyse nicht hinnehmen. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir hier über 50 haben. Ja, 48, wir nehmen sie. Wann muss ich Großfragment nehmen, Kleinfragment? Winkelstabil. Winkelstabil. Ja, auch das ist eine 50. Diskussionssache. Also es gibt sowohl ein Lager, das die winkelstabile Osteosynthese befürwortet, als auch ein Lager, das sagt, man sollte Großfragment nehmen und nicht winkelstabil. Es gibt natürlich auch die Kombination aus beiden. Ich glaube, worüber man sich im Klaren sein muss, ist, dass die Symphyse ein Gelenk ist, das man temporär mit dieser Platte überbrückt. Und dieses Gelenk wird auch immer weiter gewisse Bewegungen beibehalten. Und insofern ist es dann relativ klar, dass sich jede Platte, egal ob winkelstabil oder nicht winkelstabil, irgendwann auslockern wird. Ob das jetzt über einen Schraubenbruch oder über einen Plattenbruch oder über eine Auslockerung der Schrauben stattfindet, das ist vom Patienten und von der Mobilität abhängig. Aber trotzdem ist es so, dass man einfach ein Implantat wählen sollte, das stark genug ist, um für einige Monate die Heilung der Bandstrukturen zu gewährleisten. Und da ist natürlich schon so, denke ich, dass eine Großfragment-Osteosynthese ein bisschen besseren Halt bietet, als das gleiche bei Kleinfragment der Fall wäre. Ja, Herr Bouillon, was sollen wir denn so ein bisschen beachten? Wir haben jetzt unsere erste Diagnostik mit dem hinteren Beckenring. Was sind Kriterien, dass der besonders instabil ist? Wann kann ich die Symphyseplatte machen? Einfach so, in der Hoffnung, dass hinten genug Stabilität da ist. Wann muss ich vorsichtig werden und vielleicht 52. auch mit dem Fixateur vorarbeiten und erstmal ausreichend Diagnostik machen, um den hinteren Beckenring zu beurteilen? Also ich glaube, es ist abhängig von der Diagnostik, die wir haben und der klinischen Untersuchung. Und wenn wir ein hochinstabiles Becken haben, beziehungsweise wenn wir bereits sehen, dass nicht nur eine horizontale Instabilität, sondern vor allem eine vertikale Instabilität ist, dann muss man vorsichtig sein, nur vorne zu glauben, die Symphyse zuzumachen, da wird sich schon alles stellen. Und da kann es sinnvoll sein, zunächst mit dem Fixateur zu arbeiten, um tatsächlich den hinteren Ring auch korrekt nachher reponieren zu können. Und da kann man sich, wenn man auf dem Rückzug einfach schnell die Symphysenplatte aufsetzt, tatsächlich das Ergebnis der hinteren Versorgung verbauen. So, jetzt kommen wir zur Gegenseite. Vielleicht können wir in Bezug auf hinteren Ring noch mal kurz Stellenwert der SI-Schraube in so einer Situation. Ich denke, da gibt es auch ein bisschen Diskussion, 58. dass man bei einer Open-Book-Verletzung nicht nur auf die ventrale Versorgung vertraut. Genau, also wenn wir initial einen CT haben und eben nicht notfallmäßig in den OP gefahren sind, weil jetzt die Milz blutet oder andere intraabdominelle Organe verletzt sind, dann haben wir in aller Regel eine CT-Diagnostik und an der können wir uns dann orientieren. Wenn wir tatsächlich eine Verletzung hinten im Bereich der Iliosakralfuge haben, dann ist es natürlich elegant, wenn wir eine perkutane Verschraubung durchführen können. Und das ist dann auch in einer Damage-Control-Situation erlaubt, weil das verlängert die Operationszeit jetzt nicht wesentlich. Was schätzen wir ungefähr? Zeit? Zeit? Das hängt von den Experten ab. Die Guten kriegen das in 20, 30 Minuten hin. Einmal bitte hier drauf. Zeigen uns zwar von dort. Dann jetzt kann man sehen, also hier ist auf der rechten Seite ist noch ein Höhenversatz. Und jetzt ziehe ich das sozusagen mit dieser Schraube hoch auf das Niveau der Platte und habe damit den vorher vorhandenen Höhenversatz ausgeglichen. Und jetzt müssen wir praktisch nur noch die letzte Schraube anbringen. Und dann ist die Symphyse
wieder so stabilisiert, wie es sich gehört. Okay, nochmal bohren. So ein Ruhehaken. Was gibt es denn für Tricks bei älteren Patienten mit Osteoporose? Hier scheinen die Schrauben zu halten. Was machen wir, wenn sie nicht so richtig halten? 54. Ja, richtig gute Tricks gibt es da leider nicht. Man kann natürlich statt der Corticalis-Schraube eine Spongiosa-Schraube verwenden. Aber auch die kann ausreißen, bietet aber insgesamt natürlich einen etwas besseren Halt als die Corticalis-Schraube. Und man sollte immer darauf achten, dass man versucht, bikortikal zu bohren. Die Symphyse macht ja so eine Art C-förmige, im sagittalen Strahlgang eine C-förmige Figur, so dass man, wenn man etwas weiter ventral einbohrt, dann an dem C vorbei, also wenn man sich das so vorstellt, welche Kamera ist jetzt, also wenn die Symphyse liegt so und wenn man jetzt hier reinbohrt, kann man die Schraube schon so bringen, dass sie sowohl mit der Corticalis blasennah als auch dann distal wieder mit der Corticalis distal Kontakt hat, also fast wie eine Kriechschraube da reingeht, und dadurch hat man, glaube ich, einen besseren Halt, gerade im Knochen, der nicht mehr so gut ist. So, also hier ist tatsächlich ein relativ guter Halt. Und wie gesagt, gibt es die natürlich auch als winkelstabile Variante, was einem ein bisschen mehr Vertrauen gibt, aber ob es dann tatsächlich besser für die Heilung ist, das lässt sich nicht so leicht sagen. So, jetzt wäre diese Osteosynthese im Grunde beendet. Man sieht, die Symphyse ist gut verschlossen. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal eine Röntgenkontrolle machen, ob auch alles so aussieht, wie wir uns das vorgestellt haben. Müssen wir die Kamera ein bisschen wegfahren, glaube ich, ne? Die hier. Darf ich die fahren? Ich glaube, es geht. Geht es? Ja, geht. Ich mach mal den Laser an. Na, machen Sie nochmal. Ich habe einen auch drauf gedrückt, dann haben wir beide. Ja, so, jetzt noch ein bisschen zu mir. Gut, jetzt gut. So ist gut. Jetzt einmal, wir können einmal so zeigen, das ist eine AP-Aufnahme, die aber eigentlich für die Symphyse nicht relevant ist. Es ist nur, dass man. Wir können es. So, jetzt sieht man, dass die Symphyse gut reponiert ist. Die eine Schraube auf der rechten Seite ist naturgemäß etwas zu lang, weil ich eben mit dieser Schraube die Symphyse hochgezogen habe. Die könnte man jetzt noch auswechseln. Jetzt machen wir einmal eine Inlet-Aufnahme. Bisschen fußwärts erfahren. Geht nicht irgendwie. Wo dann ein bisschen Bodenwärzer vielleicht? Schauen wir. Ja, es reicht eigentlich. Also hier sieht man, dass die Symphyse in beiden Ebenen schön reponiert ist. Wir können nochmal gucken, dass wir die nochmal die aufmachen, dass wir noch ein bisschen steiler reingucken, dass wir die Schrauben als Punktproben haben. Ich glaube, es hängt unten am Tisch. Hängt am Tisch. Nee, ich meinte in die Richtung. Geht aber auch nicht. Ah, okay. Ja, jetzt wieder Fußwärzer. So. Zeigen Sie nochmal. Ja, da sieht man es, also korrekte Lage der Platte. Und jetzt in die andere Richtung, Outlet. Dann gucken wir mal, ob wir da vorbeikommen. Jawohl. Und nach distal fahren. Gut. Also wie gesagt, die eine Schraube ist etwas zu lang, aber gewollt. Die könnte man jetzt noch auswechseln, wenn man will, auch gegen eine winkelstabile. Jetzt wäre es zum Beispiel einem Patienten, der eine hintere Instabilität hat und man
den Verdacht hat, dass es eine C-Verletzung ist, wenn das hinten aber gut steht, dann kann man jetzt auch noch eine ISG-Schraube zur Sicherheit machen. Es gibt auch relativ viele Kliniken, die selbst bei einer Open-Book-Verletzung sagen, zur Unterstützung der Stabilität macht man einfach hinten noch schnell eine ISG-Schraube rein. Frage ist, wie wir von der Zeit her sind, ob wir das noch machen sollen oder wie sieht's aus? Gibt es da ein Zeichen von der Regie? Ich denke, wir haben noch Zeit, dass wir zumindest die Einstellungen uns kurz mal anschauen. Gut, ich denke, dann machen wir das. Das ist immer eine spannende... Also fahren wir einmal ein bisschen kopfwärts erst, dass wir hinten die ISG-Fuge, das Sacrum sehen. Stopp. Und einmal feststellen, dass es nicht... Und einmal AP, an-aus. So, jetzt müssten Sie einmal noch ein bisschen tiefer, dann können wir, dass wir die Foramina ein bisschen besser sehen. Tiefer heißt? Bodenwärzer. Stopp. Und dann einmal den aufmachen. Stopp. Wieder drücken. Okay, nochmal an-aus. So, jetzt kann man hier das eigentlich ganz gut erkennen. Ich nehme mal... Also das hier ist unser Sacrum. Hier sieht man das Foramen S1. Auf beiden Seiten kann man das eigentlich ganz gut erkennen. Das hier ist das sind die Gefäßverkalkungen, die bei diesem jungen Motorradfahrer schon vorhanden sind. Und wir können auch sehen, dass wir jetzt ein etwas verdrehtes Becken haben. Die Symphyse ist nicht genau in der Mitte von den Wirbelkörpern, sodass wir das gleich noch etwas korrigieren müssen. Aber insgesamt kann man sehen, dass man hier einen sehr guten Korridor hat, in dem man auch einen Sacral Bar einbringen könnte, also gerade bohren kann. Wenn man jetzt ein Sacrum hat, das einen sakralisierten L5 hat oder das Dysmorph ist, dann sind die Foramina deutlich höher und man muss steil nach oben bohren. Das ist in diesem Fall gar nicht notwendig. So, dann machen wir einmal bitte ich behalte es noch, damit ich gleich noch zeigen kann. Einmal die andere Ebene, nämlich den Inlet View, um die Vorderkante des S1 uns darzustellen. So müsste ganz gut sein. Ja, das kann man vielleicht schon mal zeigen. Hier sieht man jetzt, das ist unser Sacrum und diese beiden Linien, das hier ist der S2 und das hier ist der S1, die versucht man jetzt übereinander zu bringen, damit man auch wirklich die richtige Position hat und merkt sich die Gradzahl danach. Nochmal an-aus. Ja, falsche Richtung, muss ein bisschen steil. Nochmal an-aus. Und nochmal. So, jetzt kann man das ganz schön sehen hier. Man merkt sich dann die Gradzahl der Kippung und kann jetzt sehen, dass wir hier diese beiden Linien sehr schön übereinander gebracht haben. Das ist also der Korridor, in dem wir in dieser Ebene bohren können. Und in der anderen müssen wir, wie wir eben schon gesagt haben, über dem S1-Vorrahmen bleiben. Das sollte hier aber kein Problem sein. Jetzt kann man bei dieser Patientin einfach in den lateralen Strahlengang gehen und braucht eigentlich diese beiden Einstellungen nur noch, um danach zu kontrollieren, dass die Schraube in die richtige Richtung geht. Den Eintrittspunkt wählt man, indem man jetzt in den lateralen Strahlengang geht. Ja, geht gut hier. So, jetzt brauchen wir... Willst du den Kirschenhabe? Genau, den Bohrdraht. Ja, ich nehme immer einen Bohrdraht, der müsste da unten sein. Da ist er. Ich hatte ihn schon rausgelegt, hier ist er. Und da brauchen wir aber den Bohraufsatz für. Bei der Schraube ist wahrscheinlich das Drumherum aufwendiger als die Schraube selbst. Ja. Also hier sehen wir schon, der Abstand zum Bildwandler ist geschickt zu wählen. Das kann man hier sehen. Also ich muss genug Platz haben, damit ich mit meinem Bohrer noch diesen Draht einbringen kann. Jetzt machen wir einmal ein Röntgenbild, um zu sehen, dass wir die richtige Position haben, ein bisschen deckenwärzer fahren und ein bisschen kopfwärzer müssen wir auch. Ein bisschen kopfwärzer. Da sieht man die Symphysenplatte im seitlichen Strahlengang. Ist relativ selten, dass man das sich so abbildet. Nochmal an aus. Und jetzt vielleicht mal so drehen, dass der Draht von oben kommt, also um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Deshalb halte ich mir den Draht auch immer so, dass ich dann genau weiß, wie steil dieser Patient ist. Jetzt haben wir eigentlich schon einen recht guten lateralen Strahlengang. Das sieht man hier an den
Foramen Ischiadicum majus, die sich beide sehr gut übereinander projizieren. Hier oben müssen wir jetzt noch diese beiden Linien so übereinander bringen, dass wir sehen können, dass das S1, das ist der S1 hier, dass der diese Spitze dürfen wir nicht besetzen, sondern wir müssen unter diesen ALA-Linien hier bleiben. Deshalb müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen hier runter. Mhm. Nochmal an aus. Ja, war falsch rum. Andersrum. Nochmal an aus. Können wir mal eine Lupe reinmachen? Das war irgendwie eben größer, weiß aber nicht genau. Wenn es nicht geht, machen wir es auch so. Zeigen Sie noch mal einmal, Herr Trapp. So, jetzt suche ich mir immer schon mit meinem Kirschnerdraht in dieser Projektion die richtige, nochmal an aus, die richtige Eintrittsschneise. Das ist andersrum, Entschuldigung, nochmal. So, dann kann man da die Inzision machen. Da bräuchte ich nochmal das Skalpell eben. Dankeschön. Also sozusagen da, wo jetzt die Spitze des Drahtes war, mache ich meine Inzision. Dann gehe ich mit einer Schere stumpf bis auf den äußeren Anteil der Ala. Super, danke. Nochmal an aus. Jetzt gucke ich mir, dass ich mir meine Spitze genau dahin lege, wo ich den Eintrittspunkt haben will. Nochmal an aus. Nochmal an aus. Noch ein bisschen weiter nach Dorsal nochmal an aus. Das wäre jetzt zum Beispiel ein sehr guter Punkt. Dann kann man sich das als Punktprobe machen, weil wir in diesem Fall ja eine richtig exakte laterale Einstellung haben. Wenn wir jetzt den Draht als Punktprobe sehen, kann man ihn eigentlich so genau einbohren. Nochmal an aus. Kurz. Nochmal an aus. Nochmal. Nochmal. Gut, dann haben wir mal, wenn wir haben. Mal sonst irgendwas, wo wir nicht da drauf hauen können. Haben wir ja. Das mache ich eigentlich immer, um mir den ein bisschen anzukörnen. Dann weiß ich, dass die Spitze jetzt in der richtigen Richtung ist. Kurz mal, kann man das anlassen, ganz kurz? Ne, geht nicht nochmal? Ist egal, kriegen wir auch so hin. Nochmal. So würde ich es dann direkt nach vorne bohren. Also ich mache jetzt mal bei dem Patienten das einfach rein. Jetzt gucken wir, natürlich sollte man das nicht so machen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, aber hier können Sie jetzt im lateralen Strahlengang sehen. Also so soll es aussehen. Jetzt machen wir eine Kontrolle im AP bzw. im Inlet. Vorsicht, ein bisschen zu sich ziehen. Zu sich ziehen ein Stück. Das auch noch. Stopp. Ja. So, dann machen wir direkt im Outlet, können wir als erstes machen. Ups. Stopp und einmal an aus. Ein bisschen. Gegen den mit dem Uhrzeiger so 90 Grad drehen, geht das? Jawohl. Und ja, ist relativ knapp am Vorrahmen, aber das ist gar nicht das Vorrahmen da auf der linken Seite. Ah, da. Ah nee, dann sind wir genau richtig, alles klar. Also so könnte man, wie gesagt, jetzt auch ganz durchbohren. Und dann einen sogenannten Sacral Bar nehmen. Wir wollen ja jetzt nur zeigen, wie man den richtig setzt. Jetzt machen wir in die andere Ebene, also in der Outlet-Ebene hat man jetzt kontrolliert, dass der Draht korrekt sitzt, sodass man den dann überbohren und mit einer Schraube dann über den Draht bohren kann. Und auch da sitzt er sehr gut. Da gibt es ja biomechanische Untersuchungen, die gezeigt haben, je länger diese Schraube ist, desto größer ist der Halt.
Dann gibt es natürlich auch Untersuchungen, die zeigen, dass zwei Schrauben deutlich stabiler sind als nur eine Schraube. Auch das lässt sich diskutieren. Wenn man zum Beispiel ein gutes S2 hat, kann man das gleiche Prozedere wie jetzt bei dieser einen Schraube gezeigt auch im S2 machen. Dann hat man natürlich die allerbeste Stabilität. Bei einer solchen Verletzung, wie die wir jetzt hier haben, um einfach eine Open-Book-Verletzung noch stabiler zu machen, würde sicher eine solche Schraube reichen. Und dann gibt es auch noch Diskussionen, ob man Vollgewindeschrauben nehmen soll, Teilgewindeschrauben, 16 mm Gewinde, 32 mm Gewinde. Also meine Empfehlung wäre, dass man mindestens 32 mm nimmt, aber nicht Vollgewinde bei so einem Patienten, weil man ja eine Kompression der ISG-Fuge herbeiführen will. Das würde mit einer Vollgewindeschraube nicht klappen. Ja, so, ich glaube, mehr brauchen wir jetzt nicht. Wie gesagt, jetzt würde man es normalerweise überbohren und dann messen und die Schraube einbringen. Und ich denke, dass wir in so einer Situation natürlich mit Zementaugmentation überhaupt nicht anfangen zu überlegen. Nein, also natürlich nicht bei einem Motorradfahrer. Bei Insuffizienzfrakturen kann man sich das überlegen. Aber Sie sehen, also wenn man, sagen wir mal, gute Voraussetzungen hat, sich das gut darstellen kann, dann braucht man nicht unbedingt 20 Minuten, sondern kann es auch schneller machen. Also. Okay, ich glaube, dann würden gut. Wir hier aus dem OP mit einem zunächst mal am Becken versorgten Patienten jetzt übergeben an die anderen Verletzungen, die da versorgt werden müssen, richtig? Vielleicht können wir noch, bevor wir uns ganz zurückziehen, ganz kurz zeigen, was müssen wir jetzt nochmal rekonstruieren, die Strukturen. Ja, das ist richtig. Dann fahren wir vielleicht mal mit dem BV raus. Wir haben ja auch schon gesprochen, bei einem Mann ist es durchaus ein bisschen anders, da muss man mehr bedenken als... Das ist vollkommen richtig. Also bei Männern ist es so, dass wir jetzt hier, ich brauche irgendwas zum Zeigen, immer das hier, hier natürlich noch relativ vorsichtig sein müssen, weil wir hier noch den Samenstrang und alle anderen Strukturen in der Leistenregion haben. Bei Frauen ist es so, dass man das relativ einfach rekonstruieren kann. Natürlich geht es bei Männern genauso, wenn man auf die Strukturen aufpasst. An der Blase muss man jetzt hier nichts machen. In aller Regel haben die Patienten für eine Beckenverletzung ja eh einen Blasenkatheter. Man kann dann nochmal, bevor man den Situs verschließt, im Beutel nachgucken, ob auch wirklich nichts blutig ist. Und dann würde man es verschließen, indem man distal angefangen den Rektus hier zusammennäht im Bereich der Linea alba und wenn möglich hier auch ein paar transossäre Nähte macht, damit der abgerissene Rektus da befestigt ist. Hier wäre diese Rektusmuskulatur, die aber wie gesagt jetzt hier nicht so ausgeprägt ist. Man versucht natürlich, dass insbesondere wenn man wie hier jetzt auch ein offenes Peritoneum hat, das ist relativ selten, das muss natürlich zunächst vernäht werden und dann bei der Symphyse ist man ja in aller Regel extraperitoneal, ist es ganz einfach. Hier müsste man allerdings jetzt das Peritoneum noch verschließen und danach dann erst den schichtweisen Verschluss der Bauchdecke durchführen. Gut, ich denke, für die primäre Operation am Becken sind wir am Ende. Wir übergeben an das Team, das sich als erstes mal Gedanken macht, wie die Extremitätenverletzung zu beschreiben ist. Und wechseln dazu zur weiteren Diskussion in die Lounge. Gut, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich erwarte euch schon hier in der Lounge, unser Searching Live Lounge. Achso, ziehen wir auf. In der Zwischenzeit wird das Instrumentarium gewechselt und ich hoffe, dass ihr gleich den kurzen Weg aus dem OP hierher schafft. Dann würden wir gerne noch mal diskutieren, wie war die OP-Strategie, was war wichtig, auf was müssen wir achten, was sind die ganzen Tipps und Tricks, um dann nachher in ungefähr guten 10 Minuten, sobald das Team sich gewechselt hat, dann in die Versorgung des distalen Oberschenkels sowie auch des Sprunggelenkes sind. Und ich sehe das Team schon, was langsam kommt, ganz voran. Da sind Sie, Professor Stubi, der Operateur. Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank. Nehmen Platz. Auch Bertil kommt. Sehr gut.
Ja, vielen herzlichen Dank, ihr zwei. Oliver Drapp bleibt mit drin und bereitet das Ganze schon für die nächste OP vor. Wie war es für euch? Was waren so eure Lessons learned und eure Tipps und Tricks? Fabian. Ja, es ist natürlich nicht ganz so wie beim echten Patienten. Der Stress zum Beispiel bedingt durch eine Blutung oder einen instabilen Patienten, den hat man hier nicht. Aber ansonsten ist es eine, sagen wir mal, OP-nahe Erfahrung gewesen. Und wir haben ja schon ein paar Tipps gegeben. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich vorher überlegt, wie man vorgehen möchte, ob man in diesem Fall sich für eine Platte entscheidet oder ob man vielleicht nur einen Fixateur machen möchte. Und wenn man dann diesen Weg gewählt hat, dann sollte man den möglichst stringent und zügig nachverfolgen. Und so haben wir das ja jetzt auch durchgeführt. Bertil, was würdest du noch den jungen Orthopäden, Unfallchirurgen mitgeben, speziellen Unfallchirurgen, die genau solche Verletzungen ja auch versorgen? Was sind so deine Erfahrungen und vielleicht auch Dinge, wo du gesagt hast, in deiner ja doch schon längeren Erfahrung, die du hast, ja, da ist mir auch mal irgendwas vielleicht nicht ganz so gut gelungen. Also ich glaube, wir haben wunderschön gesehen, Professor Stubi hat das ja sehr klar gezeigt, die Anatomie war hier natürlich sehr, sehr klar. Häufiger haben wir es mit etwas adipöseren Patienten zu tun, dann ist es nicht ganz so einfach, auch die entsprechenden Organsysteme zu sehen. Ich glaube, wichtig ist, die Blase zu identifizieren, weil wenn der Blasenkatheter in der Blase ist, ist sie leer. Wenn sie voll ist, dann ist sie gut erkennbar. Aber wir haben schon Situationen erlebt, wo auch gerade in Stresssituationen und Blutungen tatsächlich die Blase verletzt wurde. Insofern sollte man die in einer solchen Situation sehr bewusst auch darstellen, wie wir es wunderschön gesehen haben. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, tatsächlich einen Plan zu haben und zu sagen, so wie will ich reponieren? Und die einfache Spitzspitzzange, die große Spitzspitzzange ist immer noch sehr, sehr gut. Und sie ist für mich auch weiterhin bei allen neuen Instrumenten eigentlich die beste. Wenn man die gut in die Foramina einbringt, hat man eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, das gut zu reponieren. Und wichtig ist ja, dass tatsächlich die Symphyse zusammenkommt. Die Höhe ist gar nicht so entscheidend. Fabian Stubi hat wunderschön gezeigt, ja, wenn man eine Seite gut festkriegt, dann kann man es schön daran adaptieren. Und das, was ich auch erlebe manchmal, hier hatten wir eine schöne breite Symphyse, die zweite Schraube jeweils, die laterale, dass man die tatsächlich, hast du ja auch gezeigt, konvergierend bohrt, weil ansonsten kann es passieren, dass man tatsächlich nur im Schambeinast ist und dann ist es halt der Halt nicht so stabil. Also das ist, glaube ich, eine Geschichte. Und das, was mir auch passiert ist, wir hatten hier eine sehr, sehr einen kleinen Knorpel im Prinzip, oder ein kleines Zwischenstück. Insofern passte die Vierlochplatte ganz gut. Ja, dass man denkt, man sieht den Knochen und du hast ja auch sehr schön gezeigt, beim Bohren spürt man ihn. Man hat ja gewusst, du perforierst die zweite Kortikalis. Aber dass man tatsächlich mit einer der zwei Schrauben dann in der Symphyse im Knorpelanteil steckt. Ja, und deswegen, wenn man nicht so erfahren ist, dann sollte man auf jeden Fall, nachdem man die Schraube platziert hat, tatsächlich einmal ein Röntgenbild machen. Manchmal hilft auch eine einfache lange Einerkanüle, in der man tatsächlich guckt, so wo ist der knorpelige Anteil und wo ist der Knochen, damit man dort tatsächlich an der richtigen Stelle bohrt. Weil wenn man erstmal falsch gebohrt hat, dann ist da nicht mehr so viel Platz. Und dann ist auch beim jungen Patienten so, dass dann die Schrauben auf einmal nicht mehr ganz so gut halten. Und wenn man dort fürchterliche Sorge hätte, dann hätte man die Möglichkeit, oder auch manchmal bei den älteren Patienten, halt tatsächlich noch eine zweite Platte zusätzlich ventral aufzusetzen, um mehr Stabilität zu kriegen. Aber ansonsten glaube ich hier sehr straightforward. Und den zweiten Bereich, den hast du auch schon angesprochen, ist tatsächlich bei Männern. Wenn man tatsächlich den horizontalen Schnitt wählt am Anfang und nicht aufpasst, dann ist man relativ schnell dabei, tatsächlich die Leistengegend zu verletzen und auf einmal den Samenstrang freizulegen. Und da sollte man sich vorher bewusst die Anatomie angucken. Und das ist natürlich hier an dem Modell wunderschön, weil wir hier nicht nur den Knochen haben, sondern wir haben tatsächlich die Weichteile dabei. Und wir haben gesehen, wo was ist und wichtig, glaube ich, am Schluss auch, dass man dann zusieht, das Peritoneum wirklich zu verschließen, damit man nicht dort eine Hernie produziert, die hinterher ein sekundäres Problem macht. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich nochmal, gerade der Verschluss und wie es dann natürlich auch weitergeht. Wir hatten hier auch noch, dass ja die Milz auch noch verletzt worden ist und auch noch mit rausgenommen worden ist. Das hat natürlich auch im weiteren Strategie, wie wir es natürlich versorgen, auch ein wichtiger Punkt. Wir hatten ja auch ja noch eine hintere Verletzung, Fabian.
Gibt es da noch so ein paar Tipps und Tricks für die jungen angehenden Unfallchirurgen, was du so aus deiner Karriere mitgenommen hast? Also tatsächlich ist es so, dass man sich, bevor man eine hintere Schraube einbringt, sollte man sich genau das CT anschauen und sich visualisieren, wie die Sacrumanatomie ist. Wenn es ein steil hochlaufendes Sacrum ist, also eine Dysmorphie im Sacrum vorhanden ist, dann ist es nicht so einfach, wie es jetzt sich gerade dargestellt hat. Man muss sich, glaube ich, sinnvollerweise vor der Durchführung der OP einmal an den Bildschirm setzen. Ich mache das immer so, dass ich mir im sagittalen Strahlengang das Sacrum darstelle, die Maus einmal auf das von mir angedachte den Eintrittspunkt setze und dann ganz im sagittalen einmal durchscrolle, um zu gucken, ob ich da einen Kanal habe, der nie mit den Neuroforamina in Kontakt kommt. Und wenn das der Fall ist, weiß ich danach dann schon in meinem Patienten, wie ich die laterale Position des Schraubeneintrittspunkts wählen muss, damit ich direkt durchbohren kann. Und das ist, glaube ich, das Allereinfachste. In diesem Fall war es ja ein Sacrum, das sehr oder für eine Schraube sehr einfach konfiguriert war. Deshalb geht das dann auch sehr schnell. Wenn man das nicht hat, sollte man sich genau überlegen, wie die Schraube platziert werden soll und muss dann teilweise auch sehr stark ansteigend bohren, um in dem S1 das zu verankern. Und dann kann man auch nicht so lange Schrauben nehmen, weil die eben nicht auf die Gegenseite rübergehen können. Und ansonsten ist tatsächlich die Einstellung der Röntgenstrahlengänge ganz wichtig. Was ich jedem empfehlen kann, ist, dass man sich vorher einmal, bevor man die Operation macht, an dem schon liegenden Patienten das auf dem Carbon-Tisch einstellt, Inlet-Outlet-View, sich merkt, in welcher Gradzahl das sein muss. Und dann kann man das immer wieder gut rekonstruieren und findet dann auch immer wieder den richtigen Strahlengang. Und viele finden es ja auch als am Anfang Voodoo, wenn ein Erfahrener das macht und die sagen, hey, wie machst du das? Und da muss man sagen, wenn man die Zeit hat, und die sollte man sich nehmen, tatsächlich einmal ein Becken, ein Kunstbecken zu nehmen und dann einmal zu zeigen, wie man den Strahlengang gerne haben möchte. Und dann kommt häufig der Aha-Effekt, ah, jetzt habe ich es verstanden, weil ja, man sieht die Strukturen, wenn man weiß, was man sieht. Und da hilft ein solches Beckenmodell enorm in der Planung. Und dann sagen die jungen Kollegen, jetzt habe ich es verstanden. Damit kann man es noch nicht sofort, aber ich glaube, dann kann man einen wichtigen Schritt nach vorne gehen und hat zumindest die Einstellungen gut verstanden. Und hier hat es ja ideal funktioniert und auch deutlich. Und ich sage auch immer, wichtig ist, dass man im Prinzip am Schluss, auch wenn man zwei kanulierte Schrauben macht, eine rechts, eine links, einmal durchgucken kann durch die Geschichte, das wäre ja dein Sacral Bar im Prinzip, ja. Dann ist man wahrscheinlich relativ auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Es gibt vielleicht noch als Abschluss dazu natürlich auch eine, sagen wir mal, sinnvolle Erweiterung der Sicherheit, indem man einen 3D-Scan macht und es navigiert durchführt. Aber selbst in den Händen des Erfahrenen ist es so, dass die Navigation Zeit kostet. Und wie man jetzt gerade gesehen hat, in den Händen des Erfahrenen dauert die Schraube nur 15 Minuten. Das schafft man mit einer Navigation nicht. Aber trotzdem ist es so, dass das natürlich eine gewisse Sicherheit mit sich bringt, wenn man navigiert. Da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Training, Übung. Wie macht man das Ganze? Macht man es am Polytrauma oder macht man es genau an solchen Kadavern, wie wir es jetzt gerade gemacht haben? Vielen Dank, ihr zwei. Vielen Dank für eure Tipps und Tricks. Eine sehr, sehr spannende Operation und vielen Dank auch nochmal im Nachhinein, was eure Erfahrungen sind. Ich bin mir sicher, dass das zweite Team auch schon fertig ist und Oliver, ich würde an dich übergeben in den OP. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder online sind. Wir haben hier das Abdomen verschlossen, wenden uns nun den Extremitäten zu. Der Anästhesist hat uns ein Go gegeben, dass wir uns weiter damit beschäftigen. Patient ist soweit stabilisiert. Wir haben, wie gesagt, keine CT-Diagnostik aus dem war natürlich jetzt ganz cool, genau, OP genommen, aber wir haben eine ganz klare Instabilität im Bereich von Knie und Pilon und ich denke, wir können als erstes die Durchleuchtungsbilder, die wir hier jetzt zur Verfügung haben, kurz analysieren. Herr Friemert. Ja, wir haben hier eine distale Femurfraktur, eine Mehrfragmentfraktur. Man sieht, ja, aber ich glaube, man konnte es hier wirklich sehen, weil es einfach richtig offen war. Ja.
wenn du es geschlossen, wenn du nur einen kleinen Schnitt hast. Ja. Ja, dann ist es ja nicht so gut zu sehen, das stimmt. Sind gut geworden? Schön. War gut? Alles klar. Wie ist jetzt der Plan? Sollen wir uns schon umziehen oder noch so? Hm? Ja, es hat das so gespiegelt, finde ich. Also diese Verletzung dann endgültig versorgt wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist hier eine distale Plattenosteosynthese von lateral unsere bevorzugte Methode. Und das bedeutet, dass wir uns die Fixateure nicht dahin machen, wo dann am Schluss unser Zugang ist. Denn grundsätzlich ist es ja so, dass ein Zugang zum Fixateur mindestens mal eine Kontamination darstellt. Infekte bei kurzzeitig liegendem Fixateur sehen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Aber dennoch ist es immer eine kontaminierte Wunde, ein Fixateur. Und von daher machen wir den in diesem Fall von ventral, damit wir uns den lateralen Zugang einfach sauber halten. Zudem kommt, dass wenn wir dann die endgültige Versorgung machen, können wir auch den Fixateur für die Operation jedenfalls zeitweise noch drauf lassen, um uns dieses Repositionsergebnis zu halten und können dann während der Operation sukzessive abmontieren. Und jetzt deswegen zeigen wir jetzt mal den ventralen gelenküberprüfenden Fixateur. Aber bevor wir das machen, fällt uns bei dem Bild auf, dass die proximale Tibia auch auffällig ist, sodass wir in so einer Situation, denke ich, wirklich ein seitliches Bild unbedingt brauchen. Das kriegen wir auch gleich. Und wenn wir das analysieren in Zusammenschau, dann sehen wir, wenn wir mal ganz kurz auf die Kamera zeigen dürfen, dass das laterale Plateau in dem Fall, ich weiß das, das laterale Plateau hier erheblich abgesunken ist. Also wir haben eine Luxationsfraktur, eine hochgradige Instabilität, bei der die Tibia versucht hat, medial am Femur vorbeizuziehen. Das AP-Bild nochmal kurz bitte. Wenn wir eine Luxationsfraktur in so einer Situation, Hochenergietrauma sehen, was machen wir als erstes? Der Griff zu dem Gefäß, wenn man so ein Bild sieht, dann muss man distal als erstes die Pulse fühlen. Wenn der da ist, dann können wir in aller Ruhe weitermachen. Oder was würden wir anders machen, wenn wir jetzt keinen haben? Den Gefäßchirurgen schon mal bitten dazu zu kommen. Und bei uns in der Klinik ist es so, dass trotz Gefäßverletzung wir erst den Fixateur drauf machen würden, weil bis der Gefäßchirurg da ist, haben wir den auch drauf. Wir haben es dann stabilisiert und dann kann man mit stabiler Extremität sich um das Gefäß kümmern und eben eine Rekonstruktion machen. Allein durch die Verletzung ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit die Verletzung dann im Bereich des Kniegelenkes. Da kann man auch intraoperativ eine Angio machen. Das würden unsere Gefäßchirurgen machen. Wir würden also nicht nochmal rausfahren, sondern intraoperativ eine Angio machen und dann sehen, wo das Gefäß kaputt ist. Nicht selten sind es ja auch Dissektionen, gar nicht Gefäßabrisse. Das muss man ja auch sagen, die man zum Teil sogar interventionell dann auch behandeln kann. Also können wir eigentlich als Take-Home-Message, Luxationsfraktur wird anatomisch gestellt. Wenn der Puls weiter weg ist, kommt der Gefäßchirurg in den OP. Wenn wir einen Puls haben, müssen wir mit dem CT, das wir zeitnah machen wollen, auch eine Gefäßdarstellung fordern. Genau. Wunderbar. Gut. Fixateurmontagen, haben Sie schon angesprochen, gibt es wie Sand am Meer. Ventral, lateral, schräg von lateral, ventral. Ich glaube, hier müssen wir tatsächlich mit dem Zugang noch ein bisschen überlegen. Wir haben den lateralen Zugang wahrscheinlich für die proximale Tibia. Medial könnte es sein, dass wir sogar eine mediale Platte machen. Darf man ventral einfach durch? Ja, wenn man weit nach proximal rumgeht, dann kann man ventral durch. Da ist ja die Quadrizepssehne. Wir können da relativ, also wir machen das, dass wir ventral da richtig drauf gehen, weil das große Gefäß, die Arteria femorale superficialis, läuft ja sehr weit medial. Im Bereich des Oberschenkels, die ist da eigentlich nicht gefährdet. Da muss man dann schon in die Leiste gehen, um die
zu gefährden. Von daher eigentlich kein Problem. Wie weit gehen wir vom Bruch weg? Ja, wir machen zwei Pins. Der eine Pin soll möglichst nah am Bruch sein. Das heißt, wir müssten uns, wenn wir es jetzt ganz genau machen wollten, nochmal den Bruch darstellen und markieren, wo das proximale Ende des Bruches ist. Dann 2-3 cm da entfernt und der nächste Pin eben kranial davon. Was haben wir für Möglichkeiten, die Fixateurmontage stabil zu bekommen? Wir wollen ja eigentlich nur Stabilität, damit im Frakturbereich die Blutung aufhört, die Weichteile sich beruhigen. Wie kriegen wir den Fixateur möglichst stabil mit kleinen Handwerksgriffen? Letztendlich haben wir hier die Situation, dass wir einen Lagerungsfixateur anlegen wollen. Das heißt, wir brauchen hier zwar eine Stabilität, aber die muss jetzt nicht so hoch sein wie in anderen Situationen. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Abstand der Pinne zueinander eine Stabilität bedeutet. Das heißt, wenn die sehr, sehr nah sind, ein Drehzentrum bilden, ist das schlecht. Die nächste Situation, an die wir denken müssen, ist, je weniger Schraubverbindungen wir haben, die sich lösen können, desto stabiler ist das Konstrukt. Es gibt biomechanische Studien zu der Doppelrohrversorgung. Da ist die Situation so, dass es zwar eine Stabilitätssteigerung hat, wir bei uns machen es in der Regel nicht. Wir gehen dann eher in die Situation, dass wir dann halt Stäbe setzen, die dann die Schraubverbindung zusätzlich noch überbrücken, also Z-förmige oder zeltförmige Konstruktionstechniken. Es gibt ja verschiedenste Fixateursysteme. Wir haben hier dieses System, vielleicht kann die Kamera kurz draufschalten, wo wir sehr gut sehen, dass wir die Abstände der Pins zueinander variieren können und damit exakt zum Beispiel je nach Möglichkeit größtmöglichen Abstand von den Pins zueinander generieren können. Hier ein anderes, wo wir in weniger Abstand arbeiten können, zum Beispiel an der Tibia, je nachdem wie die Fraktur ist. Aber ich denke, wir sind uns einig, je weiter Abstand wir an einem Knochen erreichen können, desto stabiler können wir diesen Knochen dann auch führen. 5 mm, 4 mm, 6 mm? Also wir machen in der Regel bei den großen Röhrenknochen 5 mm. Bei uns ebenso. Gut, fangen wir an. Fangen wir an. Gut, also wir fangen an am Femur. Da machen wir unterstellen jetzt mal, dass ungefähr hier vielleicht die Fraktur aufgehört hat. Da machen wir eine Inzision. Die kann man relativ scharf bis auf den Knochen runtergehen. Dann nehmen wir eine Schere. Dieser Vorgang ist eigentlich bei jedem Fixateur gleich. Und dann legen wir uns mit ein bisschen Kratzen hier die Corticalis frei. Dann brauche ich die Bohrhülse bitte. Und anschließend den Bohrer. Bohren Sie immer vor? Wir machen das bei uns ja, weil wir keine selbstbohrenden Schrauben haben. Die halte ich für sehr gefährlich. Insbesondere wenn man bei älteren Menschen den sehr weichen Knochen hat, merkt man häufig nicht, wenn man hinten rauskommt. Und deswegen machen wir das bei uns standardmäßig so, dass wir vorbohren und dann aber selbst schneidende Schrauben nehmen. Beide Corticalis? Beide Corticalis müssen durchbohrt werden, ja. Das kann man alles ohne Röntgen machen. So, dann den Pin. Man hält einfach die Hülse genau auf der Stelle, wo man vorher das Loch gebohrt hat. Und dann kann man den Pin schon eindrehen. Und wenn man das sehr langsam macht und feinfühlig, dann merkt man, dass nach einigen Umdrehungen der Widerstand plötzlich weggeht. Und dann kommt der Widerstand plötzlich wieder. Das ist dann das Zeichen dafür, dass man die Gegenkortikalis erreicht hat. Das wäre jetzt der Fall. Und dann machen wir das so, dass wir dann noch, je nach Knochen 4 bis 6 Umdrehungen machen. Und dann ist der Pin in der Regel gut in der Corticalis drin und wir brauchen an der Stelle erstmal kein Röntgenbild. Und mit diesem Verfahren machen wir jetzt dann alle 4 Pins fest. Jetzt sind Sie ein sehr erfahrener Operateur und Chirurg. Jetzt haben wir einen jungen Assistenten, der sich mit dem Auffinden der Richtung nicht so leicht tut. Nur als eine alternative Strategie, wir bohren gerne nur die erste Corticalis auf, weil der Pin, selbst wenn er dann nicht die richtige Richtung findet, die gleiche,
an der Gegenkortikalis, die sind alle heutzutage selbstschneidend, ein neues Loch bohrt. Wenn man ein vorgebohrt hat und nicht exakt dieses Loch trifft, bohrt er sich daneben nochmal. Nur wenn der Assistent noch nicht so ganz erfahren ist, die erste Kortikalis reicht mit den gängigen Pins, die heute zur Verfügung stehen. Und die Gegenkortikalis spürt man dann sehr gut. Okay, gut. Dann machen wir die zweite Loch, zweite Inzession. Können wir jetzt leider nicht so weit hochgehen, weil das Präparat schon entsprechend verwendet wurde. Gut. Schere bitte. Man braucht bei dieser Konstruktion, wir machen jetzt hier einen sogenannten Z-Fixateur, braucht man nicht so sehr darauf zu achten, dass die beiden Pins unmittelbar nebeneinander sind oder parallel sind. Das ist dann optisch schön, aber nicht erforderlich. Das passiert einem beim Femur häufig, dass man von der Kortikalis schon mal runterrutscht, weil das ja ein sehr gebogener Knochen ist. Der Z-Fixateur, den wir jetzt hier machen, hat den Vorteil, dass man erst jeweils die beiden Pins in die Knochen implantiert und dann erst einen dritten Träger dazu nimmt, der dann die beiden Stäbe wie ein Z verbindet und man kann diese beiden Gelenke dann offen lassen, kann dann reponieren und das festziehen und das ist eigentlich eine schöne, einfache Methode, sodass man eben nicht unter Reposition quasi diese Pins bohren muss. So, dann kriegen wir mal den Body für oben oder die Stange. Hat ein MRT-sicherer Fixateur einen Stellenwert oder brauchen wir das nicht? Also in dem Fall würde ich sagen, brauchen wir das nicht so sehr, weil da ist mit großer Wahrscheinlichkeit ja auch einiges an Weichteilen kaputt. Wenn wir einfachere Verletzungen haben, dann machen wir durchaus MRTs, um eben auch nochmal die Bandverletzungen uns anzuschauen. Denn wir haben ja viele Begleitverletzungen, auch bei distalen Femurfrakturen, Kreuzbandrisse, Seitenbandrisse, Meniskus. Die kann man dann damit natürlich sehr gut diagnostizieren. Deswegen machen wir auch immer nur Carbonstangen rein. Halt, das ist hier noch nicht fest. Und beim Polytrauma wissen wir noch gar nicht alles, was uns so erwartet, von Schädel-Hirn-Verletzungen, genau. Querschnitt und Ähnliches, genau. Was unter Umständen MRT erfordern würde. Genau. Und damit sind wir auf sind der, immer sicheren, auf der Seite. Sicheren Seite. Ganz genau. Okay, den können wir vielleicht nachher noch ein bisschen hoch tun. Das sehen wir aber dann. Okay, dann wieder Stichinzision. Man kann hier auch mit mehreren Teams arbeiten, wenn man das machen möchte. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der hat eine Femurschaftfraktur gehabt, so eine ähnliche Kniegelenksverletzung wie hier, unten Pilon Tibiale. Okay. Und dem haben wir von oben bis unten dann einen Fixateur anmontiert. Hier, glaube ich, ist die Batterie alle. Wie im wirklichen Leben? Wie im wirklichen Leben Batterie alle, Batterie genau. Alle. Also der richtige Korridor für die Pins ist hier die Tibia-Vorderkante. Genau, senkrecht auf die Fläche, die anteromediale Fläche. Genau. Inzession bis auf den Knochen und im Prinzip so 30, 45 Grad wie quasi vertikal. Senkrecht auf die Fläche. Fläche, ganz genau. So, hin, bitte. Darf man den Pin auch mit der Bohrmaschine reinbringen? Grundsätzlich gibt es viele Kliniken, die das machen. Ich habe es bei mir in der Klinik, machen wir das nicht, aus zweierlei Gründen. Erstens möchte ich, dass die Assistenten, da sind wir auch ein bisschen bei Ausbildung, lernen, ein Knochengefühl zu bekommen. Das kann man hierbei sehr schön lernen. Zweitens entsteht natürlich Hitze, die ist auch nicht immer gut, wobei wir diesen Fixateur ja relativ schnell irgendwann auch wieder abmontieren.
Und das Dritte ist, bei weichen Knochen und bei sehr scharfen Schneiden am Fixateur ist man schnell viel zu weit durch und die Kontrolle ist da nicht so groß. Also wir machen das definitiv ohne Bohrmaschine. So, und nochmal. Wann brauche ich 3 Pins in einem Knochen? Am Femurschaft, bei Femurschaftfraktur machen wir generell 3 drüber, 3 drunter. Bei den gelenkübergreifenden Fixateuren, wie in diesem Fall, würden wir auch 2 drüber und 2 drunter machen. Das wäre für uns ausreichend. Ja. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob das eben wie hier ein junger Motorradfahrer ist mit noch hervorragendem Knochen. Ja, oder ob das jemand ist, der schon ein bisschen älter ist. Wobei die Motorradfahrer ja heutzutage nicht alle jung sind. Sondern so ab 50 geht es ja wieder los, dass man nochmal anfängt zu fahren. Da kommt die zweite Welle. Ja, und jetzt die ganzen E-Bikes. Ja. Bei uns im Süddeutschen, das ist ja in Murnau wahrscheinlich nicht anders. Ganz sicher nicht. Die ganzen E-Biker, die als Mountainbiker jetzt sehr hoch die Berge hochkommen und damit aber auch schnell wieder runter müssen. Ja. Ist schon ein Klientel, wo die Knochenqualität dann eben nicht mehr so gut ist. Erst letzte Woche hatten wir eine Dame mit ähnlichen Verletzungen, die vom E-Bike gestürzt ist, mit 92 Jahren, die leider nicht mehr spazieren gehen kann, weil die Lunge nicht mitmacht. Aber mit dem E-Bike geht's gut. Ging's bis zu dem Sturz. Ja, okay. Gut. So. Jetzt haben wir die Grundmontage im Grunde genommen schon fast abgeschlossen. Wir machen das mal ein bisschen weiter runter. Man würde natürlich hier passende Kohlefaserstäbe nehmen. Die sind jetzt hier ein bisschen lang. Gut, machen wir eins fest. Was man dann auch noch machen kann, wenn man den Fixateur festzieht, dass man die Drähte... Warte, Moment. Ja, der geht. Den kann man... Dass man die, den muss man wieder aufmachen. Mhm. Dass man dann die Drähte ein bisschen, ganz kleines bisschen auseinanderzieht, dass ein ganz kleines bisschen Spannung drauf ist. Dadurch hat man auch etwas mehr Stabilität. Und es empfiehlt sich wichtig ein kräftiger Assistent. Ja, und was man natürlich auch noch machen sollte, wir sollten, wenn es irgendwie geht, die Stäbe natürlich weiter nach unten machen. Das machen wir jetzt aus Demonstrationsgründen hier mal nicht, damit man das besser sieht. Aber je näher diese Pins natürlich weiter unten sind, so weniger schwingt das ganze System. Da wir das ja nicht ausbehandeln, kann man schon ein bisschen größeren Abstand machen, dass man fürs Verbinden das einfach etwas leichter hat. Sonst ist es immer ein bisschen schwierig, da unten durchzuwickeln. Aber im Grunde genommen, ja. Sind wir jetzt so weit, dass wir oben und unten unsere Montage beendet haben. Und jetzt kommt der sogenannte Z-Anteil. Mach nochmal auf ein bisschen. Ein bisschen aufmachen. So. So. Ja, das ist jetzt das Z. Und bis dahin haben wir mit dem Patienten noch gar nichts gemacht. Wir haben ihn einfach im Grunde genommen nur hingelegt. Und jetzt kann der Assistent ein bisschen einfach Längszug machen. Dann kann man noch ein kleines bisschen die Hand hier drunter legen, dass es in einer leichten Beugung ist. Und jetzt macht man einfach die beiden Zs fest. Genau. Und damit hat man eine ganz entspannte Grobreposition und kann das im Grunde genommen sehr schön in Ruhe operieren. Geben Sie mir mal eine lange Stange, bitte. So. Und wenn man jetzt einen sehr kräftigen... Einfach eine ledige Stange noch. Ja. Wenn man jetzt einen sehr kräftigen Patienten hat, der vielleicht auch noch eine sehr lange untere Extremität hat, jetzt kann man zur Stabilität zum Beispiel noch hier einen Pin, die beiden Stäbe mit einem Pin verbinden und das Gleiche auf der Außenseite nochmal machen. Also man könnte jetzt noch hier 2 Stäbe montieren und könnte damit noch eine höhere Stabilität schaffen. Ja, aber das ist auch das Entscheidende, das dreidimensionale Verspannen. Also nur 2 Stäbe direkt übereinander, das bringt nicht viel. Nee. Aber das dreidimensionale Verspannen, das bringt deutlich mehr Stabilität. Also ich glaube, diese modernen Fixateursysteme zeichnen sich wirklich durch eine ganz hervorragende Stabilität aus. Aber wie du sagst, ich glaube, wir können nochmal ganz kurz zusammenfassen. Stabilität erreichen wir durch Abstand der Pins am selben Knochen, indem wir die Länge, die Achse damit besser führen können.
Wir gehen mit der ganzen Montage drei Querfinger sowas von der Haut weg, damit wir Platz haben zum Verbinden, aber damit wir möglichst nah am Knochen sind, um möglichst wenig Schwingstrecke an den Pins zu erreichen. Und wir machen Rahmenkonstruktionen, wann immer möglich, und verspannen die Stäbe nochmal in sich, weil dann gibt es keinen Z-Effekt. Und mit einfachen Maßnahmen erreichen wir eine Stabilität, die dann letztendlich die Intensivtherapie ermöglicht. Genau. Ich denke, wir haben bis jetzt noch kein einziges Röntgenbild gemacht. Jetzt müssen wir mal. Trotzdem ist alles jetzt stabil und jetzt können wir ganz in Ruhe gucken, ob das, was wir montiert haben, unsere Anforderungen für die Intensivtherapie erfüllt. Und können dann weiter zum Pilon. So, der Bildwandler sperrt sich ein bisschen. So. Wir haben ja einen wunderschönen 3D-Bildwandler. Das ist natürlich jetzt im Polytrauma nicht unbedingt zwingend erforderlich oder vielleicht sogar ein bisschen hinderlich. Aber es ist ein wunderschönes Gerät. Aber ein wunderschönes Gerät. Den würde, glaube ich, so mancher von uns gerne haben. Wir haben ihn. Ja. Und die 3D-Bilder, die der macht, sind schon in dem, was wir vorher gehabt haben, ganz hervorragend. Das ist fast, ich glaube, wir können einfach gerade reinfahren. Ja, wir können genau, das Bild ja drehen. So, genau. Das reicht, das Kreuz hierher. So. Machen wir einmal so. Noch ein bisschen reinfahren. Bisschen rein. So, gut. Wunderbar. Und dann können wir es uns ja hindrehen. So, einmal. Was müssen wir jetzt überprüfen? Also jetzt müssen wir überprüfen, dass, wenn wir die Pins orthograd treffen, dass sie möglichst in der Mitte vom Knochen sind, wie das hier der Fall ist. Perfekt. No? Und jetzt machen wir noch ein seitliches Bild. Das lässt sich an der unteren Extremität häufig ja schon einigermaßen machen, indem man das Bein dreht. Gut, der eine ist schon gut, die müssten wir beide noch ein kleines bisschen reindrehen. Das macht man dann in dem Fall, darf ich nochmal die Hülse haben? Für mich einen Ratschenschlüssel bitte. Genau, einfach den nochmal aufmachen. Indem man jetzt indem man jetzt einen Pin einfach aufmacht, machen wir weiter, nee, geht. Und dann habe ich ja gesehen, wir sind quasi in der Kortikalis, aber nicht durch. Ich denke, mit 5 Umdrehungen sind wir dann okay. Gut, und dann macht man den wieder zu und dann hat man an der Position im Grunde genommen nichts verloren. Und so kann man jetzt jeden einzelnen Pin kurz korrigieren, ohne die Stabilität zu gefährden. Gut, dann machen wir nochmal ein Bild. Ja. Wunderbar. Gut. Wir müssen das einmal noch auf den Kopf drehen. Oben also genau umgedreht, genau. Und das Gleiche würden wir jetzt mit den anderen Pins auch machen. Dann gucken wir nochmal unten vielleicht. Gucken, ob das geht. Ich glaube, das stößt hier unten. Hängt hier unten an. Jetzt müssen wir doch parallel fahren. Jetzt lassen wir es mal gleich auf dem Knie. Da können wir mal gucken, wie die Reposition geworden ist. Einmal ein Foto bitte. Ja, was ganz typisch ist, ist, dass die Dislokation sogar ein bisschen mehr geworden ist, wenn man zu viel zieht. Das liegt einfach vor allen Dingen an den Bändern und an den Gastrocnemius-Köpfen. Meistens kippt das Femur dann auch nach dorsal. Das ist was man wissen muss. Wenn man viel zieht, führt man häufig eine größere Dislokation herbei, als wenn man einfach nur handwarm ganz locker ein bisschen die Länge macht. Sollen wir mal gucken, was passiert denn? Genau, wenn wir die mal aufmachen? Einen auf. Das ist beim proximalen Femur auch der Fall. Da denkt man häufig, mit mehr ziehen wird die Präposition besser. Stimmt halt nicht ganz. So, Moment, mal so ein bisschen so, ja. Ich glaube, wenn man sich das Röntgenbild einmal anschaut, entscheidend ist ja, dass man eine korrekte Projektion hat. Genau. Ja. Hier haben wir die Kniescheibe schön mittig eingestellt. Das ist ein Bild, was wir beurteilen können. Genau. Foto? Nochmal? Ja, ein bisschen. Wahrscheinlich ist es vielleicht auch so ein bisschen Weichteil dazwischen. Ja. Ich glaube, damit können wir jetzt leben, damit leben. Wollen wir auch leben, weil wir wollen uns ja eigentlich nicht verkünsteln, sondern das soll ja eine grobe Richtung sein.
Und einer meiner Lehrer hat mal gesagt, was aussieht wie ein Bein, ist ein Bein. Und ich glaube, daran kann man sich ganz gut orientieren. Wenn es einigermaßen von außen gerade aussieht, dann passt das auch ganz gut. Gut, okay. Ich denke, an der Stelle können wir jetzt wenig dazu geben. Genau. Wir wechseln jetzt gleich zum Pylon. Ja, genau. Das geben wir das Bein einfach mal ab. Und das mal ganz einfach hochlegen. So. So, wir sind jetzt eine Etage tiefer gegangen. Brauchen wir einen Bildwandler da? Wir hatten schon einmal Bilder gerade gemacht. Ich meine jetzt für die Montage nicht. Ich glaube, wir bleiben tendenziell ein bisschen drin. Ja, so ist ja gut. Gut, was wollen wir jetzt hier montieren? Letztendlich haben wir hier eine Pylonfraktur, die grob disloziert ist. Nochmal die anderen Bilder nochmal zeigen. Wir wollen einen übergreifenden Fixateur des oberen Sprunggelenkes durchführen. Bei den Pylonfrakturen, und das muss man tatsächlich von den Weber B- oder C-Frakturen, die disloziert sind, unterscheiden, haben wir häufig auch durch das axiale Stauchungstrauma einen Längenverlust. Das heißt, mit einem einfachen gelenkübergreifenden Fixateur kommt man häufig nicht hin oder man kann das Repositionsergebnis nur schlecht halten. Das heißt, in diesen Fällen ist es sinnvoll, dann einen Fixateur-Pin mit einem mittelständigen Gewinde durch das Fersenbein zu setzen, um mit Längszug hier die grobe Reposition und auch Retention zu halten. Das würden wir jetzt einmal durchführen. Grundsätzlich, einmal das Skalpell bitte. Jetzt liegt mir sehr am Herzen, dass wir tatsächlich am Pylon noch ein bisschen uns philosophieren, wie die richtige Montage ist. Also wir kriegen, ich sage jetzt einfach mal auch sehr stark aus dem Ausland, Repatriierungen mit Fixateurenmontagen, über die wir nicht so ganz glücklich sind. Zum Beispiel ein Pin in der Tibia, ein Pin im Fersenbein oder ein Pin in der Tibia, ein Pin im Metatarsale 1 und sonst nichts. Was wollen wir fordern bei so einer Verletzung? Letztendlich, also über den Fixateur-Pin, den wir durch das Fersenbein setzten, hätten wir eine Längenretention. Wir haben aber immer noch die Situation, dass über den Pin gedreht werden kann. Das heißt, solange wir keine Fixierung des Mittel- bzw. Vorfußes haben, haben wir noch kein stabiles Konstrukt. Das ist sicherlich ein Kriterium. Die anderen Kriterien hinsichtlich der Stabilität hatten wir schon am Femur angesprochen. Letztendlich auch hier brauchen wir einen, abhängig von welche Hülsen wir nutzen, brauchen wir einen gewissen Abstand zueinander. Ich gehe immer vom Medial ran, 1 Zentimeter bis 1,5 Zentimeter von der Schiemann-Vorderkante. Ich würde im Unterschied zu dem proximalen Tibia hier nicht in einem 90-Grad-Winkel zur medialen Fazies reingehen. Ich würde das ankörnen, aber letztendlich dann versuchen, den Querschnitt von oben also zu treffen, um mir es zu ermöglichen, dass ich hier unten auch eine gute Fixateur-Pinlage mit den Längsstäben erreichen kann. Also letztendlich auch hier dann die Stabilität über eine dreidimensionale Verspannung mit mehreren Fixaturpinnen in mehreren Ebenen. Gut, wir beginnen an der Tibia. Schere bitte. Während die Pins besetzt werden, Herr Friemert, was machen Sie am Fuß? Also wir machen das so, dass wir immer den Metatarsale 1 zusätzlich besetzen. Und bei manchen Patienten steht der Fuß dann schon einwandfrei, dann würden wir es auch dabei belassen. Bei manchen Patienten muss man allerdings den Fuß, ich will mal sagen, komisch halten, damit überhaupt das Pylon wieder einigermaßen steht. Das ist manchmal ja ganz schön grotesk. Und dann würden wir in solchen Fällen einen zweiten Pin noch ins Metatarsale 4 machen und quasi einen viereckigen Kasten machen, damit einfach mehr Stabilität reinkommt. Aber das machen wir vom Fall abhängig. Freut mich sehr, dass Sie Metatarsale 4 und nicht 5 sagen. Was ist da die Denkweise? Ja, zum einen ist der 5er sehr klein. Das ist eigentlich der Hauptgrund und man muss ja auch von der Seite dann kommen, mehr oder weniger. Also das ist einfach leichter zu erreichen für uns. Tatsächlich ist es auch so, dass uns die Fußchirurgen gelehrt haben, dass man über den 5. und läuft. Den ersten Strahl läuft und wenn im 5. Strahl in der Rehabilitationsphase ein Loch ist, kommt es zu Belastungsfrakturen in diesem Loch, sodass die Fußchirurgen gerne auf den 5er verzichten und den 4er wählen, damit da keine Schädigung da ist. Genau.
ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, wenn man am Einser zielt und den Einser montiert, kommt man oftmals in diese Subinationsstellung. Mhm. Die wollen wir verhindern und also wir machen fast regelhaft den Vierer-Pin mit dazu. Aber ganz sicher, es geht darum, dass wir eine schöne neutrale Stellung im Sprunggelenk und in der Fraktur erreichen, auch um den Weichteilschaden letztendlich zu beeinflussen und so weit zu beeinflussen, dass es abschwellen kann. Und damit ist die natürliche Stellung, die Neutralstellung für alle beteiligten Strukturen einfach am günstigsten. Absolut, ja. Ja, wir haben jetzt hier eine Muffe, wo wir die Abstände schon vorgegeben haben, also nicht Einzelmuffen. Der Vorteil davon ist natürlich, dass einem auch das die Achse vorgibt später für den zweiten Pin. Ich setze mir dann hier gerne die Hülse rein. Dann habe ich mir das schon einmal festgesetzt, kann dort keinen Fehler mehr begehen. Natürlich auch bei solchen Luxationsverletzungen die Gefäße zu beachten. Schon wieder die aber Batterie, die hier stört. Denke ich, können wir uns so ein bisschen erstmal zurücklegen und den Fixateur in aller Ruhe und sinnvoll montieren. Mit Bohrer. Und dann schauen wir nochmal, wie die Durchblutungssituation ist. Oftmals ist durch die Reposition dann ein gedrücktes Gefäß wieder durchgängig. Und wir können die Gefäßdarstellung zur Sicherheit oder zum Ausschluss eines intimer Schadens dann ganz kontrolliert mit dem CT der betroffenen Region durchführen. Ja. Wir müssen einmal hier die Maschine zum Laufen bringen. So, danke schön. Wobei man auch vielleicht noch sagen muss, dass bei solchen schweren Extremitätenverletzungen diese Dissektionen und damit dann der akute Gefäßverschluss auch noch Tage danach vorkommen können. Wir haben das gerade letztens wieder gehabt, dass ein Patient eine ähnliche Verletzung gehabt hat und dann 4 Tage später auf der Intensivstation plötzlich ein kaltes Bein bekommen hat, wo eben dann erst der intimer Einriss umgeklappt ist und dann die Gefäßchirurgen doch noch tätig werden mussten, aber das im CT, auch als wir uns das hinterher nochmal angeguckt haben, davon noch nichts zu sehen war. Ja. Also das ist vielleicht auch noch eine wichtige Botschaft, dass man immer wieder die Gefäße sich noch anguckt, gerade bei Intensivpatienten, die noch intubiert und beatmet sind, die können ja nicht sagen, wenn es plötzlich wehtut. Bei einem jungen Patienten haben wir in der Regel selten Kollateralen, sondern wenn wir da eine akute Ischämie haben, macht das ja massivste Schmerzen. Patient, der wach ist, der sagt uns das, da kann man kaum dran vorbei, aber beim beatmeten Patienten ist das eben anders. Das ist, glaube ich, auch noch ein wesentlicher Punkt. Ja. So, das schaut schon mal als ganz stabile Basis tibial aus. Genau. Das ist hier rausgefallen. Ich denke, das wichtige Wort, was da natürlich fallen muss, ist die Re-Evaluation. Ja. Die regelmäßig dazugehört, gerade in den ersten Tagen. Und hier haben wir noch alle Möglichkeiten einzuschreiten, wenn irgendwo was unterwegs ist. Entgleitet. Wir müssen es nur erkennen. Genau. Gut, dann ist der kalkaneare Pin. Da sollte man natürlich die Perinealsehnen zum einen beachten, aber auch die oberflächlichen Hautnervenäste, die dort runterkommen, auch die sollte man vielleicht nicht direkt tangieren. Das heißt, eine gute Möglichkeit ist, sich einmal die Fibulaspitze zu tasten, wenn sie tastbar ist, und dort von dort etwas dorsal weiter rein in das Tuba. Ja, lieber von medial nach lateral oder von lateral nach medial? Also ich gehe tatsächlich von lateral nach medial, einfach aus dem Grund, dass ich das für mich logistisch einfacher empfinde. Ich kann hier mir die Strukturen besser tasten und habe häufig halt eben auch die Weichteilverletzung ja medial liegen, sodass ich dann eher von lateral nach medial bohren möchte. Gut, ein anderes Argument ist, dass medial natürlich die Arterie läuft, tibialis posterior, und da will man, wenn man von medial kommt, dann kann man bestimmen, wo man seinen Pin-Verlauf hat. Wenn man von lateral kommt, kann es schon mal sein, dass man da nah dran vorbeizieht an der Arterie. Aber ich denke, es gibt für beides gute Bohrer Argumente. Bitte. Aber auf die Arterie muss man aufpassen. Das ist richtig. Ja.
So, wir nehmen da einen Pin mit zentralem Gewinde, richtig? Das ist richtig, genau. Also ein mittelständiges Gewinde. Müssen wir bohren bei dem? Wir können auch ohne letztendlich. Eigentlich nicht. Nee. Ich bohre tatsächlich immer vor. Ja? Auch am, ja. Calcaneus ist so. Der ist schön weich, kann man schön durchschieben, das ist richtig. Ich wollte jetzt nicht meine Finger dran, aber. Ich vertraue. Das ist gut. Ja? So, jetzt kann man hier auf der Gegenseite schon einmal sehen, wo der Pin sich abzeichnet. Dann kann der Kollege dann einmal dort inzidieren. Gut. Ja, gut. Ist gut. Nicht zu schnell laufen lassen und es dann schön mittig versenken ich lassen. Ich denke, das ist der große Trick. Also es gibt viele OP-Anleitungen, wo drin steht, man darf keinen Hammer nehmen, um einen Nagel einzuschlagen. Es gibt OP-Anleitungen, wo steht, man darf die Bohrmaschine nicht verwenden. Die Kunst ist, diese Instrumente geeignet richtig zu verwenden. Ja. Das heißt, eine Bohrmaschine kann heutzutage mit niedriger Drehzahl gefahren werden. Die sind so kraftvoll, dass sie das können. Und dann ist es manchmal tatsächlich schonender fürs Gewebe, bevor man und für den eigenen Unterarm solche Bewegungen macht und die Gewinde ausnackelt, ist es tatsächlich unter Umständen gar nicht so schlecht, das zu machen, bei harten Knochen zum Beispiel. Oder den Hammer kann man auch sehr fein nehmen, mit kleinen Schlägen, millimeterweise vorwärts treiben. Aber wenn man draufhaut wie auf dem Ambros, dann geht was kaputt. Ja, man braucht sich ja nur die Steinmetze anzugucken, was die mit ihren schweren Hammern und Meißeln alles machen. Ja. Das ist ja zum Teil extrem filigran und das zeigt ja, dass das eine mit dem anderen nicht zwingt, was zu tun hat. Andere Muffe bitte. Ja. Jetzt sehen wir schon, wir sehen die Rahmenkonstruktion schon wunderschön entstehen. Wir haben noch weitere Klickbacken, nicht wahr? Da gibt es auch einen Trick, diese Backen gehen immer frakturseitig an die Querstreben ran. Auch damit wird die Schwingstrecke der schwarzen Balken sozusagen verringert und die Konstruktion stabiler. Gut, jetzt können wir die grobe Reposition schon einmal über axialen Zug erwirken. Wie viel muss man ziehen? Bis es gut steht letztendlich. Handwarm. Aber letztendlich ist es hier auch häufig so, dass man gar nicht gerade bei den eingestauchten Pilonfrakturen erwarten kann, dass man eine anatomische Stellung erreicht. Ja. Tibialis posterior Sehne kann im Innenknöchelfragment einschlagen. Wir haben Gelenkkapselfrakturen, Fragmente. Wir haben häufige Situationen, auch dass Syndesmosen Knöcheln ausgerissen und eingeschlagen sind. Hier kommen wir richtig in die Situation, dass wir eigentlich nur eine grobe Reposition erwirken können. Was wir schon sehr gut gesehen haben, ist, dass wir durch diesen Zug oder dieses Verspannen in dieser Konstruktion, dadurch, dass der Pin hinter der Achse des Schaftes ist und hinter den Ligamenten, schon erreichen, dass wir den Fuß in eine neutrale Position bringen und gegen den Zug der Achillessehne arbeiten, sodass wir eigentlich jetzt den Vorfuß schon in einer sehr guten Stellung haben. Genau. In dem Fall würden wir zum Beispiel jetzt nur einen Pin im Metatarsale 1 noch reinmachen, wenn das so gut geht. Wahrscheinlich mit dem Vierer-Pin nicht viel verbessern. Nee. Okay, dann bitte noch einmal Messer. Danke. Hier gibt es ja die Möglichkeit, dass man halt basisnah geht, gibt es Beschreibungen zu. Es gibt Möglichkeiten, dass man es eher grundgelenknah setzt. Wir setzen das bei uns eher im Bereich des Grundgelenkes. Hier einmal die Sehne tasten. Jetzt bin ich gespannt, Längsinzision oder Querinzision? Ich mache Längsinzision tatsächlich. Ich möchte ja die längs laufenden Strukturen nicht gefährden. Das ist richtig. Das Problem ist so ein bisschen, dass der Zeh sich immer so ein bisschen dreht. Und wenn man dann den Pin so ein bisschen gegen die Hautweichteile spannen hat, dann gibt es immer gleich Nekrosen. Wenn man einen ganz oberflächlichen Querschnitt macht, dann tut man sich dann mit dieser Drehung manchmal tatsächlich ein bisschen leichter. Aber auf gar keinen Fall tief. Also nur tief quer.
Nee. Tief quer. Nicht tief quer. Ja, genau. Mhm. Soll ich mal bohren, vielleicht von hier? Das ist vielleicht ein Tick leichter. Mal kurz. Also letztendlich Konkavität des, so? Konvexität des Knochens tasten, den höchsten Punkt adressieren und dann sollte man auch bikortikal landen. Habe ich das richtig gesehen, dass die Bohrhülse vorne auch so ein bisschen gebogen ist, dass sie sich an die Rundung gut ansetzt? Ja. Und da haben wir jetzt einen Vierer-Pin. Immer Vierer? Beim Erwachsenen? Ja. Wow. Ja. Gut. Macht man, glaube ich, nicht viel verkehrt. Viel Kräfte sind da ja meist nicht. So, jetzt kommt wieder die zweite Corticalis. So. So, dann bitte einmal. Ja, den machen wir jetzt zum Beispiel dann direkt da dran. Habt ihr ein kurzes Querrohr, bitte? Ja, aber das ist dann, brauchen wir ein Doppelrohr, ne? Genau, so brauchen wir das Rohr. Brauchen wir zweimal schwarz. Gut, aber ich denke, wir können schon mal den Bildwandler in Position bringen. Oder wir machen so. Einfach parallel ein bisschen, wie es geht. Ach so. Ich glaube, wir können das jetzt schon mal machen, weil wir haben die Distraktion, haben wir ein bisschen schon erreicht. Ja. So dass wir mit dem So, jetzt müssen wir den Laser bitte. Lasers an, die Instrumente einmal kurz zurück. So, jetzt schauen wir uns die. Ich glaube, müssen wir weiter hoch. So. So, Röntgen. Okay. Also hier haben wir die grobe Reposition erreicht. Wir sehen, dass der Talus zentriert unter der Pylonfläche steht. Innen, außen, Kirchel hat sich gut angelagert. Und man sieht auch tatsächlich, wie viel Kraft wir ausgeübt haben, allein durch die Distraktion des Gelenkes, die wir dort sehen. Das wäre mir dann schon fast zu viel. Ja. Da würden wir, glaube ich, ein bisschen nachlassen. Ein bisschen Dampf nachlassen, ja. Ein bisschen Dampf nachlassen, das muss so nicht distrahiert. Und das machen die Weichteile natürlich auch nicht so. Genau, die Weichteile gern mit in der Region. So, ein seitliches Bild auch hier. Da, hat sich da steht es allerdings gar nicht so schlecht. Ja. Ein bisschen nachlassen. Also würden wir ein kleines bisschen nachlassen. Den 1er-Pin, den verspannen wir noch. Und dann haben wir eine schön stabile Konstruktion. Lässt sich jetzt sehr schön ein bisschen nachsteuern. Die Achse ist schon gut. Und dann haben wir alle Zeit der Welt, um mal einen Schuss bitte. Die Reaktion der Weichteile auf das Trauma abzuwarten und dann ganz gezielt die definitive Versorgung zu planen. Genau. Gut. Man hier noch sieht, ist ja ein Gelenkflächenfragment, was dort wahrscheinlich interponiert, sodass wir es nie richtig aufeinandergestellt bekommen werden. Also das wird nichts zwischen Tür und Angel, das sehen wir. Ja. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Und übergebe in die Lounge für weitere Diskussionen, wo der Herr Münzberg schon auf uns wartet.